Hallo liebe Freunde und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal Kunterbuntec. Heute geht es mal wieder um Echo-Geräte. Um genau zu sein, um den Echo Dot der dritten Generation und den Echo Dot der zweiten Generation. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Vergleich. Schauen wir uns doch erstmal das Design der beiden Geräte an und vergleichen es einfach mal miteinander. Wir haben hier den Echo Dot der zweiten Generation in der Farbe Schwarz. Ich lege mal den anderen beiseite. Die schwarze Farbe ist Klavierlackoptik, gibt es auch in Weiß. Wir haben vorne zu sehen, ganz groß und dick aufgedruckt, das Amazon-Logo an der Front. Wir haben oben eine matte Kunststoffoberfläche mit den vier Knöpfen und einem Leuchtring natürlich hier außen auch. Den aber, ja, ich würde mal sagen, den kann man gut von der Seite auch erkennen. Ich werde das Ganze auch nachher nochmal anmachen, dann können wir das Ganze nochmal sehen, wenn es in Aktion ist und mal leuchtet. Wir sehen auch hier oben lauter Einkerbungen. Darunter sind die Mikrofone versteckt, und zwar sechs insgesamt außenrum und einer in der Mitte. Unten haben wir dieselben Einkerbungen, darunter sollten keine Mikrofone versteckt sein, soweit ich das weiß. Und ja, so eine gummierte Oberfläche haben wir hier unten auch. Auf der Rückseite haben wir hier zwei Anschlüsse, einmal einen Micro-USB-Port und einen Klinkenanschluss. Und das war es eigentlich schon designtechnisch von diesem, ja, kleinen Prachtstück hier, das aussieht wie ein etwas groß geratener Puck. Schauen wir uns jetzt einfach mal den Dot der dritten Generation an. Und zwar sieht er so aus. Nicht unbedingt in Weiß, die gibt es auch in Schwarz und in Grau erhältlich. Aber ich habe hier jetzt die weiße Version vorliegen. Und was ich jetzt schon auf Anhieb sagen kann, der ist jetzt um einiges schwerer geworden. Und zwar, um genau zu sein, fast doppelt so schwer wie der Echo Dot der zweiten Generation. Damals hat er noch 160 Gramm gewogen, jetzt sind wir schon bei 300 Gramm angekommen, was aber im Endeffekt eigentlich egal ist, da es ja sowieso ein Gerät ist, das zu Hause an einem Ort platziert wird und dort stehen bleibt. Also im Normalfall tragt ihr das auch nicht mit euch rum. So, stellen wir das mal beiseite und gucken uns jetzt das Ganze mal genauer an. Wir haben auch hier einen matten Kunststoff auf der Oberseite, wie beim Echo Dot der zweiten Generation. Auf der Unterseite haben wir das Ganze komplett gummiert. Wir haben auch keine Einkerbungen mehr, so wie früher. Sowohl unten als auch oben, also man sieht es auch hier, keine Einkerbungen mehr vorhanden. Stattdessen sehen wir hier vier Löcher und unter denen sind vier Mikrofone versteckt. Man könnte jetzt meinen, okay, früher waren es sieben, jetzt sind es vier. Aber meine Erfahrung sagt jetzt schon zumindest mal, dass es keinen Unterschied gibt von der Spracherkennung her. Die Fernfeldmikrofone funktionieren auch hier so gut, dass im Prinzip vier Stück komplett ausreichen. Also im Vergleich merke ich persönlich keinen Unterschied. Beziehungsweise, wenn überhaupt, dann etwas besser bei dem Echo Dot der dritten Generation. Und auch beim Echo Dot der dritten Generation sehen wir auf der Rückseite zwei Steckplätze. Und zwar hat der Echo Dot der dritten Generation immer noch den Klinkenanschluss, einmal hier. Aber was wir hier jetzt sehen an Veränderung ist, dass es hier ein ganz normaler Netzsteckeranschluss ist. Wir haben nicht mehr wie beim Echo Dot der zweiten Generation hier oben zu sehen einen Micro-USB-Anschluss, sondern wir müssen auf einen normalen Netzstecker zugreifen. Was können wir sonst noch dazu sagen? Der Echo Dot der dritten Generation ist jetzt von außen mit einem Stoff bezogen, so wie eben der Echo Plus auch und der Echo Show meiner Meinung nach auch. Das Ganze sieht eigentlich recht schick aus, ist wohnlich, macht das Ganze auch so ein bisschen weicher vom Design her. Im Vergleich dazu, was eher so ein bisschen an ein Spielzeug erinnert, haben wir hier schon ein vollwertiges Gerät. Und was auch designtechnisch sich stark verändert hat, meiner Meinung nach, ist einfach diese abgerundete Form. Wir haben hier beim Echo Dot der zweiten Generation ist das Ganze oben sehr kantig, unten leicht abgerundet. Hier ist das Ganze schon sehr stark abgerundet, was eben auch diesem wohnlichen Design zugute kommt, sodass das Ding eigentlich überall platziert werden kann, ohne dass es blöd aussieht, sondern es ist eigentlich so ein kleines Schmuckstück, was man sich in die Wohnung stellen kann schon. Auch der Leuchtring ist hier leicht abgeflacht. Wenn man sich das Ganze jetzt nochmal von oben genauer anguckt, und zwar von der Bedienung her, sieht man, wir haben sowohl bei der zweiten Generation als auch bei der dritten Generation die bekannten vier Knöpfe mit der Lautstärkeregelung hier in der Mitte, Minus, Plus. Und wir haben hier natürlich die Aktionstaste bei beiden, markiert durch einen kleinen Punkt. Und auf der anderen Seite haben wir ein durchgestrichenes Mikrofon beim alten Gerät. Beim neuen Gerät ist es ein durchgestrichener Kreis, der ebenfalls genau dieselbe Funktion hat. Und zwar sollen die Mikrofone einfach stumm geschalten werden bei beiden Geräten. Was natürlich auch ganz wichtig ist zum Thema Gewicht, ist natürlich auch die Größe.
Denn die größte Veränderung hat hier stattgefunden. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen übereinander legt, sieht man, dass der Echo der dritten Generation deutlich zugenommen hat. Ich lege die mal hier auf den Tisch auch untereinander, also dass sie jetzt aufeinander liegen. Also man sieht, der Durchmesser ist deutlich mehr geworden. Auch von der Höhe her hat sich da nochmal einiges getan. Meiner Meinung nach ist der Größenzuwachs vom Echo Dot der dritten Generation aber kein Problem und erst recht kein Nachteil für den Lautsprecher. Denn mit diesem mehr an Volumen, was der Echo Dot der dritten Generation mit sich bringt, kann er erst den satteren Sound liefern. Aber dazu machen wir später eine Hörprobe. Aber legen wir erstmal die beiden Geräte beiseite und schauen uns das Zubehör mal an. Denn ihr habt es vorhin schon sicherlich mitbekommen, es gibt eine Veränderung bei den Netzsteckern. Und das ist das einzige Zubehör, das es für beide Geräte gibt. So, ich nehme mal das Ganze daher. Wir haben einmal auf der Seite den weißen Stecker vom Echo Dot der dritten Generation und auf der anderen Seite Ladekabel und Netzstecker. Genau, denn der Echo Dot der zweiten Generation hatte noch diesen schönen, feinen, kleinen Netzstecker mit 9 Watt und dann konnte man hier hinten einfach das Ganze anschließen und das Gerät mit Saft versorgen. Und wir hatten es ja vorhin schon vom Größenzuwachs. Der Größenzuwachs bringt einfach einen größeren Lautsprecher mit sich und mit dem größeren Lautsprecher kommt natürlich auch mehr Hunger daher. Hier haben wir nämlich einen 15 Watt Stecker, der etwas größer jetzt ausfällt. Schauen wir uns mal das Ganze hier nebeneinander an. So kann man sehen, dass nach oben hin etwas gewachsen ist, der Stecker. Das Kabel ist hier jetzt fest verbunden. Meiner Meinung nach hätte man natürlich auch USB-C verwenden können für den Echo Dot der dritten Generation, aber ich sehe da nicht so richtig den Mehrwert. Klar, man kann das Gerät überall dann hin mitnehmen, man kann es über eine Powerbank versorgen, in Bar vielleicht mit benutzen, aber meiner Meinung nach sind die Geräte einfach nicht dafür ausgelegt. Selbst wenn der Echo Dot der zweiten und dritten Generation noch relativ klein sind, sind die Geräte einfach stationär gedacht von Amazon und daher finde ich das mit dem Stecker kein Problem. Was ich hingegen ein Problem finde, was aber auch schon vorher da war, und zwar die Größe der Stecker an sich. Und zwar nehmen diese Stecker gut und gerne auch mal 2 Steckdosenplätze ein in einem Mehrfachstecker und das finde ich so ein bisschen schade. Und das war tatsächlich auch der Vorteil von dem Echo Dot der zweiten Generation. Und zwar konnte man mit einem kleinen, einfachen USB-Stecker natürlich den hier ersetzen und trotzdem das Gerät mit Strom versorgen. Jetzt ist das leider nicht möglich. Jetzt muss man wirklich diesen fetten Stecker anstecken. Und wenn der Mehrfachstecker bereits voll ist mit allen möglichen Geräten, dann fällt das Ganze natürlich etwas schwieriger aus. Aber lass uns doch einfach mal gemeinsam die Geräte anschließen und mal schauen, wie das Ganze denn so aussieht. Und was ich vergessen habe vorhin zu erwähnen, ist natürlich auch, dass dieser Stoff richtig fest ist. Also der lässt sich auch nicht ziehen. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass zumindest mal beim Echo Plus der Stoff so leicht sich ziehen lässt oder eindrücken lässt. Nein, das ist wirklich bombenfest. Also ich weiß nicht, ob das verklebt worden ist oder wie auch immer. Aber es lässt sich auch nicht eindrücken, so wie es zum Beispiel beim HomePod der Fall ist von Apple. So, jetzt kann ich es natürlich super demonstrieren hier. Wenn ich einen Stecker eingesteckt habe, ja, geht das Ganze nicht. Ich muss einen überspringen, damit der zweite reingeht. So, jetzt hören wir uns einfach mal beide Geräte kurz an. Wir drücken einmal die Stummtaste bei beiden. Wir sehen, der ganze Ring wird hier rot, auch die Taste wird rot. Und jetzt probiere ich einfach mal aus, was passiert, beziehungsweise wie sich das anhört, wenn ich irgendeine Standardfrage stelle. Alexa, wie spät ist es? Es ist 20.58 Uhr. Ich habe bei beiden Geräten jetzt 50% Lautstärke eingestellt. Alexa, wie spät ist es? Es ist 20.59 Uhr. Und wir hören schon allein, die Lautstärke ist viel kräftiger bei dem neuen Gerät. So, wir probieren es mal mit was anderem. Alexa, was ist die Hauptstadt von Mexiko? Die Hauptstadt von Mexiko ist Mexiko-Stadt. Okay. Alexa, was ist die Hauptstadt von Indien? Die Hauptstadt von Indien ist Neu-Delhi. Also ich denke mal, man hört es deutlich raus, die Lautstärke ist nicht da. Und vor allem finde ich es viel voluminöser, was da an Raumklang rauskommt. Mir ist natürlich klar, wir reden hier von einem sehr kleinen Gerät. Das kann gar nicht so viel Klang erzeugen. Aber ich muss trotzdem sagen, es ist sehr beeindruckend dafür, wie klein es ist, was dabei rauskommt. Und es ist definitiv eine sehr gute Verbesserung im Vergleich zur zweiten Generation. Was sich hingegen nicht verändert hat, sind alle Funktionen.
Alle Funktionen sind exakt dieselben. Beide Lautsprecher haben Bluetooth, beide Lautsprecher haben WLAN, beide Lautsprecher können über ein Klinkenkabel verbunden werden mit einem größeren Lautsprecher. Das heißt, habt ihr sowieso schon zu Hause ein funktionierendes Soundsystem stehen, das ihr gar nicht austauschen wollt, dann seid ihr mit dem Echo Dot der zweiten Generation eigentlich komplett bedient. Möchtet ihr jedoch einen kleinen Raum, wie zum Beispiel eine Küche oder ein nicht zu großes Schlafzimmer mit Klang erfüllen und auch gerne mal Musik hören, ist der Echo Dot der dritten Generation meiner Meinung nach das perfekte Gerät. Denn er bietet einen viel besseren Klang und sieht meiner Meinung nach sehr viel schicker aus und sehr viel wohnlicher, sodass er eigentlich in jede Wohnungseinrichtung super reinpasst, ohne zu techniklastig zu wirken. So, und jetzt hören wir uns einfach mal beide Geräte im Soundvergleich an. Ich habe jetzt über Bluetooth verbunden. Die Lautstärke ist hier auf 50% eingestellt, auf dem Mobiltelefon ist sie auf 100%. Da es jetzt nicht so laut ist, kann ich auch gerne mal auf 100% hochgehen. Ich stelle jetzt mal kurz um auf das andere Gerät und dann vergleichen wir einfach mal. Okay, die Verbindung steht jetzt. Ich habe den Song wieder auf Anfang gestellt, stelle die Lautstärke wieder auf 100% und am Echo auf 5, also auf 50%. Wir hören uns das Ganze auch nochmal an. Er ist jetzt schon deutlich lauter, übersteuert aber auch nicht. Ich finde, das kann sich hören lassen. Das war jetzt mein kleiner Vergleich zum Thema Sound vom Echo Dot der dritten Generation und Echo Dot der zweiten Generation. Meiner Meinung nach ist der Soundunterschied gewaltig. Allein die Lautstärke und das Klangbild, was hier rauskommt beim Echo Dot der dritten Generation, ist es wert, den Aufpreis mehr zu zahlen, meiner Meinung nach. Aber mich würde viel mehr interessieren, was sagt ihr dazu? Ich hoffe natürlich, man konnte es jetzt durch das Mikrofon, das ich hier benutze, raushören, den Unterschied. In real ist es natürlich nochmal etwas ganz anderes. Aber schreibt doch einfach mal eure Kommentare dazu hier unten unter das Video und ich würde mich sehr darüber freuen, was eure Meinung dazu ist. Meiner Meinung nach sind all diejenigen, die bereits ein Soundsystem haben, wie bereits erwähnt, mit dem Echo Dot der zweiten Generation völlig bedient. Wer hingegen auf einen kleinen unabhängigen Sprachassistenten setzen möchte, der aber auch gerne mal für die Musikwiedergabe verwendet werden kann, der ist hier mit dem Echo Dot der dritten Generation genau richtig bedient. Eine Verlinkung zu beiden Produkten findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und falls ihr mein Review zum Echo Plus verpasst habt, dazu findet ihr hier oben rechts den Link in den Infokarten. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zusehen und hoffe, ihr konntet einen guten Einblick von den beiden Geräten gewinnen und natürlich auch einen guten Vergleich erhalten, welches Gerät für euch das passendere ist. Und damit war es das auch schon von diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.